trinken. Sie haben's Fernsehen. Das schaut gar nicht her. Nein, weil dann im Dorf. Der kauzigste und liebenswerteste Österreicher aller Zeiten. Die Nusseln! Das hat man noch niemand gesagt. Hier ist der Kaiser von Österreich. Bitte sich zu lachen, bitte, das ist eine Amtshandlung. Hans Moser, ganz in seinem Element. Heute in Dreisat. Wird der präsumtive Bräutigam ihrer Durchlaucht Prinzessin Christine zu Schenkenberg-Nürtlingen, Rittmeister Georg Reichsgraf auf Hohenegg im Gefolge seiner kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Benedikt Wien verlassen und um 10.05 Uhr in Ischl eintreffen. Eure Durchlaucht fahren fahrplanmäßig am Vorabend, 10.30 Uhr ab Schenkenberg, umsteigen München, Bahnsteig 6 um 4.46 Uhr. Ankunft Salzburg, 8.10 Uhr, umsteigen in die Lokalbahn, Ankunft in Ischl, 10.05 Uhr. 1 Uhr, Reichsgraf Hohenegg wird eurer Durchlaucht vorgestellt. 1.05 Uhr, die Herzen finden sich. 3 Monate später, 12.30 Uhr, Trauung in der Karlskirche. 8 Uhr abends, Hochzeitsreise ab Südbahnhof, Bahnsteig 3. Erster Kuss, 8.30 Uhr, fahrplanmäßige Ankunft des Stammhalters, 0.04 Uhr. Nein, das mache ich nicht mit. Durchlaucht. Mama, das ist doch ungeheuerlich. Das kannst du doch nicht zulassen. Christine, meinst du, ich weiß nicht, dass es im Leben nicht nach Protokollen geht und dass sich Gefühle nicht an einen Fahrplan halten? Und trotzdem stimmst du dem Familienrat zu? Habe ich zugestimmt? Ich habe ihn zur Kenntnis genommen, genau wie du ihn zur Kenntnis nehmen musst. Aber das ist doch dasselbe. Du zwingst mich, einen Mann zu heiraten, den ich nicht liebe, den ich nicht einmal kenne. Ja, aber du sollst ihn ja kennenlernen. Ja, ich weiß. Um 1 Uhr, in Anwesenheit sämtlicher verfügbaren Durchlauchten, die nur darauf warten, dass ich meinem zukünftigen Gemahl erschauernd an die Heldenbrust sinke. Aber das sollst du eben nicht. Gerade das will ich dir ersparen. Aber du lässt mich ja nicht zu Wort kommen. Verzeih. Wir haben nämlich Glück. Der Erzherzog Benedikt hat die Vermittlung zum Reichsgrafen auf Hoheneck übernommen. Und den Erzherzog kenne ich gut. Sehr gut sogar. Von früher. Ja, aber... Ich habe ihm geschrieben und ihn für meinen Plan gewonnen. Was für ein Plan? Wir wollen, dass ihr euch beide in Ischl ganz zwanglos und unoffiziell kennenlernt. Aber das geht doch nicht. Wenn er weiß, wer ich bin und dass er mich heiraten soll, aber er wird von beiden nichts wissen.
Der Erzherzog hat ihm die ganze Heiratsgeschichte verschwiegen und außerdem werden wir in Ischl inkognito absteigen. Comtesse Lindenkron und Kammerfrau. Mama, du kannst doch nicht als meine Kammer... Auch das ist reiflich überlegt. Eine Kammerfrau erfährt viel mehr als eine Fürstin und außerdem macht's mir einen Riesenspaß. Spaß wird mir das auch machen. Ja, sag, wenn er mir nun aber gar nicht gefällt. Dann ist noch nichts Offizielles geschehen. Niemand ist kompromittiert und wir können offen darum kämpfen, dass du nicht unglücklich wirst. Ich danke dir. Jetzt sieht alles schon viel besser aus. Verlass dich nur auf mich und den Erzherzog Benedikt. Herein! Höchste Zeit, kaiserliche Hoheit. Ja, was ist denn los, mein lieber Honeck? Habe ich schon wieder auf was vergessen? Wacherblöße, kaiserliche Hoheit. Ach so, ich habe schon glaubt, ich habe einen Empfang, eine Eröffnung oder eine Revolution übersehen. Recht stramm, diese 84er. Kein Vergnügen bei der Hitze und in der engen Uniform. Ich freue mich schon auf Ischl, auf Steiragorn und aufs Forellenfischen. So, jetzt müssen wir unsere Akten so gut verstecken, dass wir sie im Herbst möglichst lang nicht wiederfinden. Ja, aber ich kann das auch jemand anderen machen lassen, wenn sie vielleicht heute noch in Wien was zu erledigen haben. Was Privates. Na ja, wenn sie sich von jemandem verabschieden wollen. Ach so. Kaiserliche Hoheit, wissen doch, dass es niemand gibt, von dem ich mich verabschieden müsste. Ich weiß, aber ich verstehe Sie eigentlich nicht. Schauen Sie, jeder Mensch erlebt einmal irgendetwas im Leben, worüber er glaubt, nicht hinwegkommen zu können. Aber man kommt darüber hinweg. Ich weiß das aus Erfahrung. Ich habe auch einmal eine Frau geliebt, die aus dynastischen Gründen dann einen anderen hat heiraten müssen. Und sonst? Sie ist trotzdem recht glücklich mit ihm geworden. Und,